Ich da der BIM-Tagung. Ich tue noch jetzt etwas über Kostenermittlung erzählen. Schnell noch zu mir. Ich habe eine Lehre als Bauzeichner gemacht, habe dann noch ein Jahr geschafft auf dem Beruf und bin dann habe mein Wissen noch ein bisschen vertiefen in der Baurichtung und bin dann Bauingenieur studiert an der TSR. Habe dort Studium dann dürfen mit der Bachelorarbeit in Norwegen abschliessen. Während der Studiumszeit habe ich einmal bei der Axpo Power AG im Bereich Bautechnik gearbeitet, um ein bisschen Geld zu verdienen. Und seit dem letzten September bin ich jetzt an der Schule angestellt, im Rahmen eines Forschungsprojekts, wo es um Digitalisierung im Infrastrukturbau geht. Am Anfang wollte ich zuerst mal sagen, wegen der Kostenermittlung, wieso ist das überhaupt wichtig? Es ist eine Umfrage gemacht worden im 2018 und im 2017 von der USIG und dort sind alle oder sind viele Unternehmen in der Schweiz gefragt worden, wo das sein grösstes Potenzial sehen in der Kostenermittlung. Wo das sie haben können optimieren, Entschuldigung. Und da sieht man, dass 2017 relativ grosse Zahl von 11% gesagt haben, ja, wir haben wirklich etwas optimieren können in der Kostenermittlung. Und im 2018 waren es noch 5% gewesen. Ich sage jetzt mal, grosso modo ist es in den letzten zwei Jahren bei 13% gewesen von den Unternehmen, die gesagt haben, mal, das hat das wirklich etwas gebracht. Jetzt ist die gleiche Frage auch noch gestellt worden, und zwar, wo das sie in Zukunft Optimierung sehen. Und was hier sehr spannend ist, ist, dass im 2017 eine relativ grosse Beteiligung von diesen Unternehmen gefunden hat. Mal, da ist ein riesiges Potenzial dahinter. Von 41% von allen Beteiligten an dieser Umfrage haben gesagt, mal, da sehen wir eine riesen Entwicklung drin. Ein Jahr später war es dann schon ein bisschen ernüchternd, waren es nur noch bei 8%. Die Erwartungen sind also gesunken. Aber selbst dann, es ist immer noch ein grosser Teil. Und wenn man bedenkt, dass eigentlich Kostenermittlung auch viel im Zusammenhang ist, zum Beispiel mit der Qualitätsprüfung, mit der Baurechtsdokumentation, vor allem aber auch mit der Automatisierung des Planungsprozesses, wenn man kann automatische Kostenermittlungen erstellen kann, und auch bei den Simulationen, wenn man Kostensimulationen machen kann, Ist- und Zollzustände kann vergleichen miteinander, dann könnte man sogar noch sagen, es ist mehr als nur 8%, was eine saubere Kostenermittlung bringen tut. Und somit sage ich, es ist ungefähr 15%, und wenn man das zusammenzählt, dann gibt es ungefähr ein Drittel von allen Unternehmungen, die einen riesen Vorteil sehen drin, oder dennoch. Oder die bereits schon gesehen haben oder noch werden sehen in Zukunft. Möglichkeiten, wie man Kosten ermitteln kann, ist zum einen eben, dass man die Kosten direkt im Modell darstellt, mit Attributen hinzufügt bei diesen Bauteilen. Dann gibt es eine halbautomatische Zuordnung mit einem Bauwerksschlüssel, den man machen könnte. Oder die dritte Variante wäre, so wie es eigentlich heute gemacht wird, ist manuell, dass man es über das Leistungsverzeichnis immer noch macht, wie man es bis anhin gemacht hat. Das sollte aber eigentlich verschwinden und in Zukunft sollte eigentlich so sein, dass man es direkt kann im Modell hinterlegen kann. Das sollte dann so aussehen, dann hat man nachher da schlussendlich ein 3D-Modell. Da wird der Faktor Zeit mit der vierten Dimension und schlussendlich eben mit dem Kostenfaktor, also 5D, wo man nachher kann Ist- und Zollwert vergleichen miteinander. Wie bereits erwähnt, eben, so wird es in Zukunft sein, dass man das Modell verknüpft mit den Kosten, was dazu führt, dass man eine klare Kostenzuordnung zu den Bauteilen hat, bessere Transparenz bei den Kosten, bessere Nachvollziehbarkeit und eben Ist-Zoll-Wertvergleiche kann machen, direkt während der Bauphase. Ein Instrument dazu ist der EBKPT. In dem Sinne werden die Bauteile gegliedert nach Elementen. Und man sieht das hier, das ist gegliedert in verschiedene Stufen, Hauptgruppen, Elementgruppen, Element, Teilelement und Komponenten, das ist immer feiner gegliedert. Und so kann man die Bauteile in einem Element zuordnen. Grosse Vorteil dabei ist,
dass es klar und einheitliche Bezeichnungen gibt. Häufig jetzt ist, wenn man ein Leistungsverzeichnis mit einem Normpositionskatalog schafft, dass man zum Beispiel Aushub irgendeinem von diesen vielen kann zuordnen kann. Also das heisst, Aushub kann man im 200 drin tun, man kann es aber auch im 230 tun. Es ist einfach überall ein bisschen verstückelt und das führt halt dazu, dass es einfach nicht klar ist und irgendwie gemacht wird häufig. Mit dem EBKPT ist es klar an einem Ort geregelt und wird festgelegt, wo es ist. Jetzt aber, dass man den anwenden kann, muss man eine Schnittstelle schaffen. Und im letzten halben Jahr haben wir da mit der CRB, der HSR, TU AG und der SBB sowie Building Smart sind zusammengekocht und haben gesagt, schau, wir müssen einfach eine Schnittstelle schaffen, damit wir die Modelle eigentlich nach dem Elementkostenplan aufbauen kann. Und schlussendlich ist dann die Liste rausgekommen. Das ist die Struktur vom EBKPT. Dann hat man da Elemente zugewiesen nach IFC. Jetzt ist das Problem, dass wir momentan einfach noch beim Stand IFC 4 sind und dort eigentlich der Tiefbau nicht vertreten ist drin. Der wird erst im IFC 5 kommen. Und so hat man da teilweise nicht alle Sachen klar können zuordnen, aber dazu später mehr. Wir hatten das so angefangen zu mappen und haben dann einfach gesagt, schau, wir können auch viele Elemente verwenden, die es schon gibt, zum Beispiel aus dem Hochbau. Zum Beispiel IFC-Pipe-Segment oder IFC-Pipe-Fitting, da gibt es einfach schon im Hochbau und warum sollen wir die nicht auch im Tiefbau verwenden? Und so haben wir die mal so verbunden miteinander. Damit wir die Eigenschaft von diesen Leitungen noch genauer definieren kann, gibt es da Distribution Systems, das ist auch im IFC eine Vordefinition, wo man das Wastewater und Gas und halt einfach die verschiedenen Eigenschaften von diesen Leitungen mit dem Inhalt genau können definieren. Jetzt eben, wie schon gesagt, haben wir das Problem, dass wir viele Sachen haben im Tiefbau, die noch nicht geregelt sind laut IFC. Und das ich habe jetzt nochmal einfach als Beispiel einmal Grabenfüllung und Deponie rausgenommen. Wie machen wir jetzt das? Wie gehen wir vor mit diesen Elementen? Und die Lösung ist eigentlich, es gibt ein IFC Civil Element, das ist eigentlich genau das gleiche wie die, was vielleicht vom Hochbau kennen, mit dem Proxy Element. Da kann man als User kann man frei definieren über das Element. Und so kann man eben das einfach zuordnen zum IFC Element und dann User definiert machen und nachher einfach das so definieren, wie man es gerade gerne hätte. Der Vorteil liegt vor allem darin, dass wenn dann das IFC 5 mal rausgekommen ist oder das IFC Road, dass man dann das einfach ändern kann und die richtige IFC Identity kann zuordnen. Wie ich schon gesagt habe, das ist ein Projekt, das wir mit CRB vor allem stark zusammengearbeitet haben. Momentan ist es in der Testphase und es gibt 4 Pilotprojekte, wo laufen draussen, wo der Regelsatz so versucht wird, angewendet zu werden. Und offiziell ist die Publikation auf den Mai geplant, also innerhalb des nächsten Monats sollte mal wieder mal aus dem Hause CRB etwas gemeldet werden, dass man den Regelsatz anwenden sollte. Und da ist natürlich auch die Bitte vor allem an alle beteiligten Leute, wenden das Zeug wirklich an, weil nur mit einer aktiven Mitarbeit können wir es auch verbessern und können wir das auch entwickeln. Jetzt ist das eigentlich einfach mal Kostenstruktur gewesen. Wie tut man ein Modell aufbauen, mit welcher Struktur? Jetzt ist halt immer noch die grosse Frage, wie tut man Kosten ermitteln? Und da haben wir halt einfach das Problem, dass man heute mit dem Leistungsverzeichnis eigentlich die Kosten ermittelt. Der Unternehmer gibt seinen Einheitspreis. Und zukünftig ist eigentlich die Idee, dass man ein 3D-Modell haben will und man das mit den Einheitspreisen versehen will. Aber das Bauteil, das im 3D-Modell drin ist, ist nicht gleich Leistung. Und da haben wir einfach das Problem, dass man heute eben leistungsbezogen ausschreibt und in Zukunft eigentlich mehr bauteilbezogen das machen will. Somit müssen eigentlich die Einheitspreise auch neu ermittelt werden. Und das haben wir auch in einem Projekt mal versucht jetzt zu machen, in der Gemeinde Küsnacht in Zürich. Und da gibt es ganz viele Probleme.
beispielsweise die ME-Messungen, das ist jetzt eher weniger ein Problem, weil die kann man relativ einfach der Fundationsschicht zuordnen. Kann man einfach sagen, ja, über die Fundationsschicht verteilt wird irgendwie alle Meter wird eine ME-Messung gemacht. Das funktioniert noch relativ gut. Beim Schieber ist es dann ein bisschen komplizierter. Weil wo will man den zuordnen? Ordnet man den der Wasserleitung zu oder ordnet man den der Tragschicht zu, bei diesen Schieberkappen hier? Wie man sieht, hier im Bild ist beim Einbau ein relativ grosses Hindernis und ein relativ grosser Aufwand dahinter, um die Schieberkappen zu versetzen. Aber eigentlich entstehen ja die gar nicht, oder die Kosten für den Einbau von so einem entstehen ja gar nicht, wenn es keine Wasserleitung drin hat. Somit haben wir dann gesagt, bei diesem Projekt, wir tun das Material, die Materialkosten die wir zu 100% der Wasserleitung zuordnen. Und Kosten, die entstehen durch das Versetzen und die mühsamen, behindernden Arbeiten, die tun wir 50% zu jeder Schicht zuordnen. Das hat dann auch wieder zur Folge, dass man eine Art wie gebietsbezogene Einheitspreise muss machen muss. Sprich, man kann nicht einfach sagen, ja, der Deckbelag ist so und so teuer, weil es hat ja nicht überall gleich Verschieberkappen drin. Und so haben wir dann mal definiert, wir haben gesagt, ja, in dicht besiedeltem Gebiet, wo es alle 25 Meter so ungefähr so Schieberkappen hat, gibt es den Preis. Und bei den anderen, wie weniger besiedeltem Gebiet, wo der Abstand grösser ist zwischen den Schieberkappen, gibt es den Preis. Und schlussendlich dann bei unbesiedeltem Gebiet muss das gar nicht berücksichtigt werden. Selbstverständlich gilt jetzt genau das Gleiche auch für die Wasserleitung, bei der muss genau das Gleiche berücksichtigt sein. Das ist jetzt gut und recht, aber was wir immer noch nicht berücksichtigt haben, ist die Anlieferung, und zwar ist die Distanz vom Lager, sei es vom Kieswerk, vom Betonwerk oder vom Lager, vom Lieferant bis auf die Baustelle. Und die Hindernisse, die werden sich zeigen, wie man die einbeziehen in Zukunft. Aber in dem Sinn, ja, muss man es auch noch schauen, was man da für eine Lösung finden will. Genau die gleichen Probleme haben wir auch beim Graben. Weil beim Graben Aushub zum Beispiel, fragt sich halt einfach, wie detailliert will man so ein Modell wirklich machen. Will man wirklich das alles so unterteilen? Bei einem Grabenaushub müsste man für die Leitung hier, müsste man den ganzen Graben so ausheben. Das heisst, man müsste zuerst oben ein Stück Belag rausnehmen, dann nachher den ganzen Aushub machen. Beim Auffüllen müsste man zuerst den Beton, Unterlagsbeton, dann das Rohr, dann die Umhüllung und schlussendlich nachher wieder die Auffüllung. Da müssen wir alles einzelne Element definieren im Modell. Und die Frage ist halt einfach, ob das Sinn macht oder ob das, ja, inwiefern das Sinn macht. Und das ist ein riesiger Aufwand, um das zu modellieren, und das macht eigentlich null Sinn. Darum muss man da halt Lösungen finden, wie man das zukünftig machen will. Was aber eben wichtig ist, das vielleicht denkt jetzt ein paar, ja, das ist absurd, so etwas Detailliertes zu machen. Aber wenn man wirklich eine Zeitanalyse machen und einen Ist-Zoll-Vergleich zwischen den einzelnen Baustellen, dann kommt man nicht anders drum herum. Weil man kann nicht einfach sagen, ja, wir machen jetzt den ganzen Graben. Graben kostet so und so viel pro Laufmeter. Bei dieser Tiefe, da ist Aushub drin, da ist Auffüllung wieder drin. Weil das verzehrt natürlich das ganze Bild nachher auf die ganze Bauzeit raus. Genau, Fazit ist eben Kostengliederung. Sollen wir in Zukunft nach EBKPT machen. Und es ist halt einfach wirklich sehr stark abhängig, wie detailliert dass man das Modell wirklich ausführen will. Ja, das wären meine Ausführungen gewesen. Ich bin ein bisschen kurz geworden wahrscheinlich, aber ja, merci für die Aufmerksamkeit.